Hi, welcome to Momanda. I'm Eric Pearl. Hi, willkommen bei Momanda. Ich bin Eric Pearl und in meinem ersten Buch The Reconnection, Heile andere, heile dich selbst, erzähle ich von meiner Entwicklung vom Chiropraktiker bis zu dem Punkt, wo ich übers Wochenende zu jemand völlig anderem wurde. Meine Patienten erlebten bei mir plötzlich körperliche Heilungen. Sie spürten meine Hände, noch bevor ich sie berührte. Die Nachricht verbreitete sich. Die Leute fragten mich, was haben Sie da gemacht? Und ich sagte, ich habe gar nichts gemacht. Sie sagten es nicht weiter, doch schon bald fragten mich Leute, ob ich ihnen diese Art von Arbeit beibringen könnte. Ich dachte, wie soll ich das lernen? Ich wedle mit meinen Händen herum, sehe albern aus, also geht doch selbst los und wedelt mit den Händen und schaut, was die Leute sagen. Doch dann kamen Wissenschaftler und fanden heraus, dass hier etwas ganz, ganz anderes passierte als in Energieheilungstechniken wie Reiki, Qigong und dergleichen, das so weit jenseits des ganzen bekannten Bereichs der Energieheilung liegt, dass es ein eigenes Genre bildet. Es umfasst ein Spektrum des Heilens aus Energie, Licht und Information. Aspekte von Licht und Information, die wir hier auf diesem Planeten noch nicht erlebt haben. Und es gibt jetzt viele internationale Studien, die belegen, wie unsere DNA verändert, umstrukturiert oder, wie ich sage, rückverbindet, reconnected wird. Nachdem ich mein Buch The Reconnection geschrieben hatte, sagten die Leute nach ein paar Jahren, wann schreiben Sie Ihr zweites Buch? Und ich sagte ganz ehrlich, wenn ich mich von dem Schreiben des ersten erholt habe. Nach ein paar weiteren Jahren fragten sie immer noch, wann schreiben Sie Ihr nächstes Buch? Und ich antwortete, wenn ich mehr zu sagen habe. Bis dahin lest The Reconnection mindestens dreimal, denn da lässt sich noch vieles darin entdecken. Selbst wenn ich es aufschlage, entdecke ich, dass noch mehr darin steckt. Aber jetzt ist die Zeit da, jetzt kommt etwas anderes. Es gibt etwas, das mitgeteilt werden will. Informationen aus anderen Dimensionen, die ich seit 1984 erhalten habe, die ich geheim gehalten habe, wenn man so sagen will. Ich habe es all diese Jahre für mich behalten, aber jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Ich werde mein Buch bis Februar 2012 fertig schreiben und im Laufe des Jahres wird es dann veröffentlicht. Ich würde Ihnen gerne den Titel verraten, aber ich weiß ihn noch nicht. Es wird uns darum unterstützen, multidimensionalere Menschen zu werden, bewusster werden, mit Dimensionen und den ihnen wohnenden Intelligenzen umzugehen. Viel Spaß dabei. Das Leben ist die Erfahrung der Ausdehnung. Wir befinden uns in einem Kontinuum der Evolution. Wir befinden uns jetzt irgendwo in diesem Kontinuum. Zuvor waren wir irgendwo anders und wir werden in Zukunft auch irgendwo anders sein. Doch während wir in die Zukunft gehen, merken wir, dass es keine Zukunft ist, denn wir werden mehr als nur vierdimensionale Wesen. Und wenn wir in diese Existenz der nächsten Dimension eintreten, die manche die fünfte nennen, stellen wir fest, dass wir den Begriff fünfdimensional nicht gebrauchen können, denn da ist nichts mehr linear, alles ist gleichzeitig. Wir können es nur noch multidimensional nennen. Wenn wir da eintreten, merken wir, es gibt kein Nächstes mehr. Es gibt nur noch mehr. Als wenn Sie eine Perle in einen Teich fallen lassen und sehen, wie sich die Wellen auf der Oberfläche ausbreiten, immer weiter und weiter. Und nun stellen Sie sich vor, es ist kein vierdimensionaler Teich mit einer Oberfläche, sondern die Perle fällt in etwas, was sich in allen Richtungen ausdehnt, 360 Grad mindestens. Dann laufen die Wellen in alle Richtungen gleichzeitig. Wir können nicht sagen, was als nächstes kommt, denn dann würden wir diese vollkommene Mitte verlassen.
Wir müssen in die Gegenwart kommen, um hier zu sein, um zu erfahren, wie wir mehr werden. Darum geht es im Leben. Es wirkt so, als ginge es um noch viel mehr Dinge, viele Kleinigkeiten. Doch wenn wir ein paar Schritte zurücktreten, dann erkennen wir, dass es im größeren Zusammenhang um eine Evolution geht. Willkommen darin. We are, each and every one of us, the expression of God itself. Wir alle, jeder Einzelne, sind Ausdruck Gottes, Ausdruck der Liebe des Universums. So wie jeder Sonnenstrahl ein Hologramm der ganzen Sonne enthält, und doch jeder Strahl ein anderer Ausdruck davon ist, so enthält jeder von uns ein Hologramm dessen, was Gott ist. Und jeder von uns ist mit seinem Leben ein individueller Ausdruck davon. Deswegen bringen wir Licht und Gott zueinander, wann immer wir jemanden neu begegnen, wenn wir jemanden helfen, wenn wir miteinander umgehen. Selbst wenn wir nicht sicher sind, ob dieser Umgang der bestmögliche war, bringen wir Aspekte Gottes, der Liebe des Universums ein. Und wir stellen fest, dass es in jedem Moment Freude zu entdecken gibt, nicht nur in den sogenannten guten Momenten. Der Samen der Freude liegt in jedem einzelnen Augenblick. Wir sind hier, um zu entdecken, dass wir Mitgefühl sind. Dass, wenn ein Kind irgendwo auf der Welt weint, woanders 100 andere Kinder weinen. Und wenn ein Kind irgendwo lacht, irgendwo 10.000 andere Kinder lachen. Das ist Mitgefühl, das ist Liebe, das ist Rückverbinden, Reconnection mit unseren ursprünglichen Verbindungen. Das ist Gott auf Erden zu sein. Als mich die Leute baten, dieses Seminar über Reconnective Healing zu geben, war ich nicht sicher, ob das lehrbar wäre. Aber jetzt lehre ich es seit gut einem Dutzend Jahren. Meistens läuft das so ab. Das Seminar fängt am Freitagabend mit einer dreistündigen Präsentation an. Da erzählen wir die Entstehungsgeschichte der Arbeit, die Theorie, den naturwissenschaftlichen Hintergrund, die Philosophie. Wir demonstrieren die Arbeit an Freiwilligen aus dem Publikum, damit jeder es sehen und fühlen kann. Samstag und Sonntag verlaufen dann ganz anders. Es ist ein echtes Arbeitsseminar. Wer also nur da sitzen, Händchen halten oder Om oder Kumbayama singen will, sollte lieber nicht kommen, denn das gibt es nicht. In der Mitte des Raums steht ein Podium, auf der einen Seite stehen Stühle, auf der anderen Seite Massagetische. Während alle auf den Stühlen sitzen, zeigen wir eine Stufe der Arbeit auf dem Podium und dann gehen wir alle zu den Massagetischen und arbeiten in Zweier- oder Vierergruppen. Das internationale Team von Assistenten und ich gehen von Tisch zu Tisch und wir arbeiten mit ihnen und zeigen, wie sie Frequenzen fühlen und finden können. Und wenn sie zum Beispiel anfangen, hier etwas zu spüren, dann sehen sie, wie die Person auf dem Tisch, mit der sie arbeiten, unwillkürlich die Finger bewegt. Wir zeigen ihnen, dass wenn sie hier etwas wahrnehmen, vielleicht die Füße der Person zucken oder die Augen sich rasch hin und her bewegen. Sie entdecken also, wenn ich hier bin, dann fühle ich dies und sehe das. Und wenn ich hier bin, dann fühle ich dies und sehe ich das. Und so entdecken sie ihre Rolle im Heilungsprozess. Dann gehen wir zu den Stühlen zurück, sprechen über das eben Gelernte, vielleicht noch etwas Philosophie oder Fragen und Antworten, und dann demonstrieren wir das Nächste und gehen wieder zurück zu den Tischen. So geht das Samstag und Sonntag. Doch am Sonntagabend, nach nur einem Wochenende, nicht nach 10 Jahren, 10 Monaten oder 10 Wochen, kann ich Ihnen 2 Dinge ziemlich sicher versprechen. A. Sie werden in Bezug auf Heilung absolut alles tun können, was ich kann.
Und B, sie werden in Bezug auf Heilung absolut alles tun können, was irgendjemand auf dem Planeten kann, ob er in einer einsamen Höhle in Tibet von Mönchen aufgezogen wurde oder welche Geschichte auch immer er um sich aufgebaut hat oder andere um ihn aufgebaut haben. Denn wir sind heute an dem Punkt, wo die Geschichte keine Rolle mehr spielt. Wichtig ist, ob wir die Geschichte transzendieren können. Das Geschenk von Reconnective Healing ist, dass es uns erlaubt, unsere ganzen komplexen, auf Angst beruhenden Rituale und Techniken der Heilung zu transzendieren. Stattdessen bietet es uns etwas viel Umfassenderes mit Heilungen, die sich spontan ereignen und oft das ganze Leben lang halten. Die Herausforderung liegt darin, ob wir bereit sind, unsere Energieheilungsmodalitäten oder Energieheilungstechniken zu transzendieren. Das Geschenk ist, dass es uns erlaubt, den ganzen Heilungsprozess völlig zu entmystifizieren. Die Herausforderung ist, ob wir bereit sind, das zuzulassen. Die Fragen sind dann, wenn wir nicht bereit sind, unsere Energieheilungstechniken zu transzendieren und etwas weit umfassenderes und unmittelbareres zuzulassen, dann müssen wir uns fragen, warum. Wenn wir nicht bereit sind, den Heilungsprozess zu entmystifizieren und ihn für alle klar und transparent werden zu lassen, dann müssen wir uns fragen, warum. Und wenn wir nicht bereit sind, uns zu fragen, warum, dann müssen wir uns fragen, warum wir nicht bereit sind, nach dem Warum zu fragen. Denn in der Bereitschaft, diese Frage zu stellen, liegt unser nächster Schritt zur Erweiterung unserer Meisterschaft.